Der Koffer ist nicht angekommen, was sollte man tun? Und samstags habe ich jetzt quasi schon mehrfach hintereinander irgendwelche komischen Videos oder Zeitungsartikel oder Internetartikel mal debunked, was wir als Vielflieger tun. Heute geht es um Upgrade-Tipps von einer Flugbegleiterin. Ja. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Am heutigen Samstag sind wir irgendwie mehr so am Service-Samstag angelangt. Warum? Ganz einfach, weil ich Themen anschneide, die ich in der Woche nicht so mache. Heute ist das Thema Koffer und ihr hattet ja auch angefragt bei mir öfters, was soll ich tun, wenn mein Koffer nicht kommt. Der Koffer ist verspätet und deshalb will ich euch mal ein paar allgemeine Hinweise geben. Natürlich nicht auf den Einzelfall bezogen, bin ja kein Anwalt. Aber als Vorsitzender der Vereinigung Passagier, da beschäftige ich mich natürlich mit dem Thema regelmäßig und aus eigener leidvoller Erfahrung sind mir auch schon einige Koffer abhangekommen, aber sie sind wieder an Land gekommen. Also insofern waren sie nicht lange weg. So, ihr seid jetzt zum Beispiel am Zielort gelandet, wollt euren Urlaub genießen, wollt in die Stadt, wollt auf die Bar oder irgendwo hin was machen, aber auf jeden Fall nicht am Flughafen bleiben, wo euer dusseliger Koffer nicht angekommen ist. Und was sollt ihr dann tun? Und das Erste ist einfach leider, ihr müsst warten, bis das dusselige Band aufhört, sich zu drehen. Weil dann könnt ihr erst zum Schalter gehen und sagen, mein Koffer ist nicht angekommen. In der heutigen Zeit sind die Schalter natürlich relativ low besetzt und auch Schlangen dadurch etwas länger. Ist halt dumm, aber so ist es einfach. Man muss das machen. Es gibt einige wenige Fluggesellschaften, wie zum Beispiel Lufthansa oder aber auch, glaube ich, KLM oder sowas, wo man es online registrieren kann. Ich persönlich würde nie ohne dieses Papier gehen. Das ist der sogenannte Irregularity Report, IREC. Schwieriges englisches Wort für mich. Ich bin auch schon ganz gespannt, wie ich das nachher in der englischen Folge sagen werde. Irregular. Ihr wisst, was ich meine. Egal. Auf jeden Fall ein Schnaps, dann geht das. Dann geht ihr zum Lost and Found Schalter. Guckt aber auch, ob dieser Lost and Found Schalter für euch überhaupt zuständig ist. Zum Beispiel in Hamburg, wo ich meinen Koffer hatte, da war, glaube ich, AHS zuständig. Es gab da auch noch andere Dienstleister, Swissport und so weiter. Und wenn ihr natürlich nicht für eure Fluggesellschaft zuständig seid, bringt das gar nichts. Da geht ihr dann hin und meldet dann den Verlust. Ihr könnt übrigens da auch hingehen, wenn ihr eine Beschädigung am Koffer habt. Also das solltet ihr auch machen. Und dann sollte man natürlich das Ganze dokumentieren von Uhrzeiten her oder was auch immer, wenn der Koffer beschädigt ist. Wenn ihr am Schalter seid, müsst ihr einfach den Koffer beschreiben. Die haben von der IATA das ist so ein A3, was ist denn das hier? A4, A2, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, das ist ausgeklappt. Müsst ihr dann sagen, was das für ein Koffer ist, Hartschale, Duffelbag, Farbe und so weiter. Und dann geht das weiter. Nachdem ihr das gemacht habt, müsst ihr dann natürlich auch bei der Fluggesellschaft das Ganze nochmal nach 7 Tagen nachmelden. Das heißt also, ihr schreibt der Fluggesellschaft selber. Ich rate immer an, die Adresse im Impressum zu schreiben und sich selber diese E-Mail zuzuschicken oder jemanden in der Familie zuzuschicken, damit ihr auch den Eingang nachweisen könnt. Weil wenn der Koffer weg ist und ihr euren Schaden nicht nach 7 Tagen, genauso wie auch beim defekten Koffer, nicht nach 7 Tagen der Luftfahrtgesellschaft nochmal meldet und nochmal eine Sache interessanterweise, wenn ihr mit vielen Fluggesellschaften geflogen seid, mit 3 oder 4 oder 5 oder 10, das ist die letzte Fluggesellschaft, die dafür verantwortlich ist. Heißt also als Beispiel, ihr seid mit der United nach Toronto, mit der Air Canada nach Frankfurt und dann mit der Lufthansa von Frankfurt nach Hamburg, Berlin oder München geflogen, dann ist das die Lufthansa, die da schuld ist. Egal, wer das Ticket ausgestellt hat. Also Lufthansa-Ansprechpartner. Jetzt geht's natürlich weiter, nachdem ihr den Schaden gemeldet habt. Dann müsst ihr natürlich auch die Kontaktdaten hinterlegen. Es gibt meistens auch so einen Online-Link. Es gibt dieses worldtracer.ero. Da könnt ihr auch über den Verbleib des Koffers informiert werden. Aber meine Erfahrung ist, dass dieser World Tracer schwierig ist, weil er nicht wirklich abgedatet wird. Also es gibt da viele Koffer und viele Themen, wo man feststellt, dass der Koffer da ist, aber nicht im System. Ich hatte das zum Beispiel mal in Berlin, dass der Koffer dann da war und die Freunde der Visak hatten den Koffer irgendwo im Depot hinten. Und ich bin dann selber hingefahren, habe das abgeholt, war alles noch Tegel, um es genau zu sagen.
Schwierig. Also ich halte das System für problematisch, obwohl die IATA eigentlich ja so eine Resolution hat, wo ganz klar drin steht, was mit dem Koffer passieren soll und dass man auch das dokumentieren soll. Man hat im Moment ja viele Leute, die sagen, benutzt ein AirTag. Ja, ich habe auch für meinen Flug zum Beispiel nach Los Angeles ein AirTag benutzt und es war relativ akkurat, muss ich der Ehrlichkeit halber feststellen. Mein Koffer kam spät an, obwohl es Priority gelabelt war. War bei Finnair. Und ich wusste aber, der Koffer ist in Los Angeles. Warum? Ganz einfach, weil er getrackt hat. Heute hat ja jeder ein iPhone. Ich glaube, selbst die Samsung-Telefone haben dieselbe Schnittstelle, Bluetooth-mäßig und geben das dann weiter. Also fand ich sehr prickelnd, AirTag-mäßig. Gibt ja auch Geschichten, dass zum Beispiel Leute sagen, hey, die Fluggesellschaft will den Koffer kompensieren, obwohl der Koffer aber am Flughafen ist und ich sehe es am AirTag. Was soll man in so einer Situation machen? Kollegen der Bundespolizei anfragen und sagen, hey du, ich habe ein Problem, könnt ihr mir helfen? Und eventuell können die mehr helfen als jemand von einem überlasteten Koffer- oder Handling-Dienstleister. Jetzt geht es natürlich weiter zu der Thematik, wo ihr euch fragt, was ist denn alles, was wird kompensiert? Und kompensiert ist das einfach nach der IATA. Und zwar habt ihr 1.000 und ein bisschen Sonderziehungsrechte, sind roundabout 1.400 Euro. Und das ist jetzt das Schlimme an der Nachricht, pro Passagier, nicht pro Gepäckstück. Ja, also wenn ihr zwei Remover-Koffer habt, dumm gelaufen. Also wenn beide weg sind und ihr seid alleine, Problem. Dann ist alleine der Koffer schon teurer oder die beiden Koffer als das, was da ist. Koffer haben sowieso so eine kleine Problematik bei der Erstattung. Heißt also, wenn ihr zum Beispiel da Haftungssachen machen wollt, ist es so, dass die Fluggesellschaft euch 10% pro Jahr abziehen, die der Koffer alt ist. Und also wenn man einen Remover-Koffer hat, der 10 Jahre alt ist, ich weiß, ihr werdet jetzt sagen, das Ding sieht aus wie Hulle. Ja, muss nicht unbedingt sein. Also es gibt ja auch Koffer, die relativ sich gut erhalten haben. Und da dann Ersatz zu kaufen, und die Remover-Koffer sind ja irgendwie mittlerweile wie so eine Rolex, die werden ja jedes Jahr immer einen Prozentsatz teurer. Schwierig, aber dann bleibt halt nicht mehr viel Geld übrig für das, was im Koffer war. Und es gilt ja sowieso ganz klar, ey, nichts, was irgendeinen Wert hat für euch, auch emotional ins Aufgabegepäck zu tun. Weil wenn er weg ist, ist er weg. So einfach ist das. Und 1.400 Euro circa, manchmal ein bisschen drunter, liegt halt da, ist wie halt an der Börse. Es ist einfach so, dass man da halt eine Kappung hat und emotionale Gegenstände schon gar nicht und wirklich auch gar nichts anderes, was wertvoll ist. Also keine Computer. Ich weiß gar nicht, wie Leute da auf die Idee kommen mit Computer. Und selbst wenn es zum Diebstahl aus dem Koffer kommt oder Schäden, ist es halt einfach so, dass die Fluggesellschaft da nicht wirklich haftbar ist, solange ihr das halt nicht gemacht habt. Deshalb ist mein Standardspruch übrigens, wenn Sie meinen, ich müsste etwas aus meinem Handgepäck aufgeben, das ist kein Problem, mache ich gerne, aber dann hätte ich gerne von euch ein Schreiben, dass ihr den Schaden übernimmt, falls es kaputt oder weg ist. Dann sind die meistens relativ schnell und sagen, wollen sie nicht. Auf jeden Fall wichtig ist es an dieser Stelle, dass man den Schaden halt flugbetriebsbedingt ist und für diese Gegenstände ist man daher meist während des gesamten Fluges als Fluggast dann halt dummerweise halt verantwortlich. Auch die Rückerstattung des Tickets, hier ist der Gepäckverlust kein Grund, um sein Geld zurückzubekommen, falls der Flug ansonsten vereinbarungsmäßig und störungsfrei stattgefunden hat. Es ist natürlich eine interessante Geschichte und ich lese das auch sehr oft und ich kann das nachvollziehen und ich finde die Idee auch sehr, sehr gut, dass wenn Gepäck zu spät ankommt, und da bringe ich ja immer wieder meine Freunde von Alaska Airlines ins Spiel. Die geben ja Punkte bzw. Geld, nicht wirklich viel, aber immerhin, wenn man auf sein Gepäck länger als 20 Minuten wartet. Und das wäre halt auch etwas, was in der EU-Kompensation in meinen Augen mit abgegolten werden sollte. Heißt also, natürlich, wenn der Flug 3 Stunden verspätet ist und ich dann nochmal 2 Stunden aufs Gepäck warte, was ja in Frankfurt oder in anderen Flughäfen durchaus in dieser Zeit vorgekommen ist, ist es natürlich so, dass der Flug 3 Stunden verspätet war und dann kriegst du die Kompensation, 250 bis 600 Euro, je nachdem, woher ihr kommt. Aber was passiert, wenn ihr 2 Stunden zu spät kommt und 2 Stunden auf Koffer wartet, dann seid ihr immer noch 3 Stunden zu spät. Also insofern müssten da, und da nehme ich das Wort von Herrn Hülsmann, Pönale eingerichtet werden und das glaube ich für eine gute Idee. Was haltet ihr davon? Ein Hinweis natürlich von der mir nicht so geliebten Pauschalreise. Eine Pauschalreise oder etwas, was über einen Reiseveranstalter gebucht wird,
hat ein Reisender natürlich weitere Ansprüche. Man ist natürlich dafür zu verdonnert, die Reise zu garantieren, dass das alles problemlos geht. Pauschale Reisende können die Gepäckverspätung als Reisemangel ansehen und laut einem Anwalt geht da auch dann eine Reisepreisminderung von 10-15% je Tag, an dem der Koffer dem Urlauber nicht verfügbar ist. Ja. Da sind wir auch schon wieder beim Thema, was soll ich kaufen? Kauft all das, was ihr auch sonst kaufen würdet zur Erstattung. Heißt also im Prinzip, was ich immer gerne dann kaufe, ist natürlich Unterwäsche und T-Shirts und so weiter. Ich habe im Handgepäck meistens ein Set dabei, dass ich einen Tag über die Runden komme. Aber danach müsst ihr es einfach kaufen. Lufthansa zum Beispiel macht es so, dass sie euch nur 50% erstatten. Ich habe dann immer kein Problem damit. Dann sage ich, ja, okay, dann erstatte mir 100 und ich schicke euch den Quatsch zurück. Dann sagen die, ja, klar. Und dann sage ich, okay, sendet mir einen Rücksendeschein. Dann kann ich das gerne tun. Der kommt leider meistens nicht an und das Geld ist da, aber die Sachen habe ich trotzdem. Also ich finde, das ist Quatsch, weil was passiert mit den Sachen? Was sollte man noch dazu sagen? Man sollte einfach resilient sein, man sollte höflich sein, Reiseveranstalter oder aber Verbraucherschutz sagt, hey, macht ein Bild von eurem Koffer, so ein Quatsch. Wenn man weiß, dass man Remova oder man heißt, man hat ein Duffelbag. Also ich reise zum Beispiel mit North Face Duffelbags oder mit Remova-Koffern. Da weiß ich ja ungefähr, wie der Koffer aussieht. Was gibt es noch, an wen man sich wenden kann? Natürlich könnt ihr euch an uns wenden oder aber auch an die Schlichtungsstelle Luftverkehr. Das ist der Ansprechpartner. Verbraucherzentralen gibt es auch, wo man sich melden kann. Aber wie gesagt, ganz, ganz wichtig ist, holt euch die Peer Passenger Irregularity Report. Habe ich ein bisschen Angst, dass ich das richtig sage. Meldet euch bei der Fluggesellschaft innerhalb von 7 Tagen. Dass ihr einen Schaden habt mit vielleicht sogar einer Erklärung, was da alles drin ist. Und wichtig ist, ein Koffer gilt immer nach 28 Tagen, glaube ich, verlustigt. So ungefähr ist das oder sowas in der Dreh. Ich habe Gott sei Dank da nie von darunter gelitten. Was soll man noch erzählen? Ich denke, 10 Minuten über Koffer verlieren ist schon hart genug mit mir. Was zum Lachen, was zum Weinen, was zum Schmunzeln. Ich weiß es nicht, was man aus der nächsten Geschichte machen sollte. Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter haben ja manchmal so, im Englischen nennt man das ja Powertrips oder auch Wahrnehmungsstörungen. Vor allem, wenn es dazu kommt, dass man sieht, wie viel in der Presse darüber steht. Und es war halt in einem Artikel in der Express. Das ist, glaube ich, eine englische Veranstaltung gewesen. Und die haben was Lustiges geschrieben. Das war ein Video. Und da sagte eine ehemalige Flugbegleiterin, ich komme auch mal drauf zurück, was für eine Flugbegleiterin das war, was für Hosen ihr nicht tragen sollt. Also es gibt zwei Arten von Hosen, die ihr nicht tragen sollt. Und vor allem, es ist halt so, wenn ihr ein Upgrade in die First oder Business Class bekommen wollt, dann hängt das von eurem Dress up. Ne? Wir wissen ja, Kleider machen Leute. Wer Deutschunterricht hatte, hat hier dieses literarische Werk ja sich reinziehen müssen manchmal. Ich zumindest muss das, glaube ich, mal irgendwann. Aber ist ja auch egal. Zwar geht das so weiter. Celina, so hieß die Dame oder heißt die Dame, sagte, wenn die Cabin Crew jemanden upgraden muss, sie schauen nach Leuten, die das die andere Leute in der Business und First Class nicht stören. Und das ist so, weil die haben ja dafür bezahlt. Und dann will man ja nicht jemanden, der da so ein Cheapo ist oder sonst was. Wobei wir wollen jetzt keine Diskussion über Kleidungsvorschriften in der First Class machen. Und jeder soll das tragen, was er will. Ich bin da tiefenentspannt, aber manchmal hat man das Gefühl, dass man eher auf einem Urlaubstrip nach Mallorca ist als woanders hin. Aber wie gesagt, wenn man wirklich zu relaxed oder mal casual sich kleidet, dann ist das den Flugbegleitern ein Dorn im Auge, dann bekommt man kein Upgrade. Und sie sagte auch, dass man keine Sweatpants oder auch Leggings tragen sollte, weil dann ist es fast 100%ig sicher, dass man nicht upgraded wird. Diese mehr von ich zieh mir ein Smoking an, geh zum Check-in und sag, ich fühle mich heute wie First Class. Und die sagen, ja, natürlich, du hast Economy gebucht für 278,99 €.
Warum reden wir dich nicht ab für 4.867 Euro, die du sonst bezahlen würdest in die First Class? Ich weiß nicht, Preise sind beide erfunden und gelogen, aber ihr versteht, worum es geht. Also so ein Quatsch. Das Erste ist ja einfach, wie oft hat eine Flugbegleiterin oder ein Flugbegleiter euch an Bord abgegradet? Ich denke auch gerade nach und mir kommt eigentlich nur ein Fall in den Kopf. Da bin ich auf einem Flug aus den USA nach Frankfurt abgegradet worden. Die Purserin kannte mich und ich hatte neben mir eine lange Geschichte, sprecht mich darauf auf dem Stammtisch an, vor einer unruly Lufthansa-Mitarbeiterin, die auf einem Privatflug war, gerettet, in Anführungsstrichen. Ich habe kein Essen bekommen, weil First Class war kein Essen überzählig, war mir auch nicht wichtig. Ich habe einfach da gepennt, hatte meine Ruhe und war happy. So, das war das einzige Mal, wo da was gewesen ist. Aber ansonsten an Bord ein Upgrade, Alitalia, ja, da sind wir auch geflogen, da haben wir Double Seating gehabt, aber da habe ich auch kein Upgrade bekommen, sondern da habe ich auch einen Jump Seat gesessen. Das war innereuropäisch, Rom, Düsseldorf oder irgendwas. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, Flugbegleiter graden euch sehr selten ab. Ihr werdet beim Check-in abgegradet, ihr werdet beim Boarding abgegradet. Aber wenn ihr eine Erfahrung habt mit einer Flugbegleiterin, Flugbegleiter, die euch upgraden, kommentiert bitte das Ganze. Jetzt schauen wir uns nochmal die Flugbegleiterin an. Wer ist denn diese Dame, die sich da erzählt? Und natürlich sind diese Art von Geschichten immer sehr geil. Ich hatte ja letzte Woche, glaube ich, die Geschichte, 10 Jahre Flugbegleiterin bei Emirates übrigens, 10 Sachen, die man als Passagier nicht machen sollte. Dass diese Pressedinge, dass das immer so auf Clickbait ist und so weiter, ist natürlich problematisch. Aber hey, what to do, that's life. Naja, auf jeden Fall die Dame, und den Namen hatten wir ja eben, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, wie nannte sie sich? Selina. Selina ist Flugbegleiterin gewesen bei, und jetzt festhalten, absolut festhalten, bei Norwegian. Auf der 737er Flotte. So. Wer mit Norwegian noch nicht geflogen ist, sollte das tun und wird feststellen, die sind nicht weit weg von Ryanair. Vielleicht sind die sogar auf einer Ebene wie Ryanair. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es ein Ultra-Low-Cost-Carrier. Und die haben keine First Class. Die haben auch keine Business Class. Und wie kommt die Alte dann dazu, uns zu erklären, wie wir upgraden oder nicht upgraden? Und hier, das mit ist jetzt kein Disrespect oder sowas, aber ich glaube einfach, dass das merkwürdig ist. Und hey, ich bin fassungslos. Also ich muss eher über die Geschichte lachen, dass uns eine Flugbegleiterin, die gezielt mit Premium-Kunden zu tun hatte, uns erzählt, wie wir Premium fliegen können, ohne dass wir Premium bezahlen und an Bord ein Upgrade bekommen. Also ich kann euch da nur sagen, Quatsch, Quatsch, Quatsch. Wenn ihr mehr solcher Geschichten haben wollt, dann kommt einfach zum Stammtisch. Dann könnt ihr mich auch fragen, was auf dem Flug aus den USA nach Frankfurt passiert ist und warum ich gerettet werden musste vor einer Lufthansa PAD. Und danke, dass ihr heute dabei wart. Denkt dran, abonniert den Kanal, macht die Glocke an, lasst ein Like da und kommentiert, kommentiert, kommentiert. Stammtisch haben wir auch. Ja. Helsinki haben wir gemacht, wir haben Frankfurt gemacht, Berlin und so weiter. Es kommt, ich bin jetzt von mehreren Leuten gefragt worden, ob Hamburg kommt und ja, ich werde mich dazu durchregen, wieder nach Hamburg zu kommen, vor allem bevor das Park Hyatt zumacht, vielleicht sogar Anfang September. Hey, stay tuned, stay online und Frankfurt, denkt an Frankfurt, da könnt ihr Lose kaufen und vielleicht auch was gewinnen. Ja, ganz genau. Also, danke, dass ihr heute dabei wart und bis morgen zum Lufthansa Group Update mal wieder. Was ich letztes Wochenende habe schleifen lassen aufgrund der Stammtische. Bis morgen. Dann, ciao.